Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aviation Community, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie alle heute beim Season Opener 2022 zu unserem ATM-Themenblock IFR Wolkendurchstoßverfahren in Bad Füßlau und Wiener Neustadt Ost begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dagmar Litschauer und ich darf Sie in meiner Funktion als Business Unit Managerin für den Bereich ATS Operations im Namen der Austro-Control willkommen heißen und jetzt auch gleich im Anschluss mit Ihnen gemeinsam diese Präsentation durchgehen. Vorab würde ich noch gerne kurz die Gelegenheit ergreifen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die in den letzten Monaten an der Überarbeitung der Wolkendurchstoßverfahren selbst, als auch an der Erstellung dieser Präsentation und unseres Mandatory Pilot Briefings beteiligt waren. Das waren nicht nur ganz viele Kolleginnen und Kollegen der ACG, sowohl in der Abteilung ATM intern, als auch innerhalb der ACG abteilungsübergreifend und auch ACG-externe Kolleginnen und Kollegen, denen hier ein großes Lob für ihre Leistungen und ihre Unterstützung gebührt. Unsere Präsentation umfasst in ihrer groben Struktur drei Themenblöcke. Im ersten Teil wird die Luftraumstruktur, in der wir uns befinden, mit unseren Wolkendurchstoßverfahren Füßlau und Neustadt und die damit verbundenen Abhängigkeiten zueinander dargestellt. Teil 2 befasst sich als Schwerpunkt mit beispielhaften An- und Abflügen und dem damit verbundenen korrekten Handling der Wolkendurchstoßverfahren und im dritten Teil werden wir auf mögliche Fehler und deren Vermeidung eingehen. Lassen Sie uns mit dem ersten Teil starten. Beginnen wir also zuerst damit, dass wir uns gemeinsam einen groben Überblick über unsere Luftraumstruktur, in der wir uns befinden, verschaffen. Unsere beiden Flugplätze, Füßlau und Wiener Neustadt Ost, liegen südwestlich des internationalen Flughafens Wien-Schwechat. Beide Flugplätze liegen im unkontrollierten Luftraum der Klasse Golf. Der Flugplatz Wiener Neustadt Ost liegt ebenso in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Wiener Neustadt West. Beide Flugplätze verfügen über eine Standard Instrument Departure, eine sogenannte SID. Diese SIDs ermöglichen nach einem Abflug unter VFR den Übergang zu IFR, während sich das Luftfahrzeug noch im Luftraum der Klasse Golf befindet. Ein Start unter IFR ohne den VFR-Teil ist verboten. Des Weiteren verfügen die beiden Flugplätze Füßlau und Wiener Neustadt Ost über ein Wolkendurchstoßverfahren, einen IFR-Anflug mit abschließendem VFR-Teil. Beide Flugplätze verfügen über einen RMP-Alpha-Anflug. Bis zum Missed Approach Point kann nach IFR geflogen werden. Danach kann der Pilot entweder den Fehlanflug einleiten oder seinen IFR-Flug streichen und nach VFR weiterfliegen. Eine Landung nach IFR ohne diesen abschließenden VFR-Teil ist verboten. Aufgrund der großen Anzahl an VFR-Flugbewegungen, IFR-An- und Abflügen sowie der geografischen Lage beider Flugplätze zueinander wurde eine RMZ, eine sogenannte Radio Mandatory Zone, um beide Flugplätze eingerichtet. Die RMZ erstreckt sich vom Boden oder auch Ground genannt bis 3000 Fuß AMSL. Die RMZ liegt in den Luftraumklassen Golf und Echo. Direkt angrenzend an die RMZ des Flugplatzes Wiener Neustadt Ost liegt die MATZ, die Military Aerodrome Traffic Zone, von Wiener Neustadt West. Die vertikalen Limits sind in der IP verlautbart und auch hier in der Präsentation am seitlichen rechten Rand ersichtlich. Die MATZ 1 und 2 ist dem Luftraum der Klasse Delta zugeordnet. Die Betriebszeiten sind temporär und im Luftfahrthandbuch verlautbart. Nordöstlich der beiden Flugplätze, wie eingangs bereits erwähnt, liegt der internationale Flughafen Wien-Schwechat. Dieser ist von einer Kontrollzone, einer CTR, umgeben. Die vertikalen Limits der CTR reichen vom Boden oder Ground bis 2500 Fuß AMSL und die CTR Wien ist der Luftraumklasse Delta zugeordnet. Zwischen der RMZ Füßlau und der RMZ Wiener Neustadt Ost befindet sich des Weiteren das Flugbeschränkungsgebiet Felixdorf, das LOR 2. Das LOR 2 ist unterteilt in drei Teile, ein LOR 2 Alpha, 2 Bravo und 2 Charlie. Sie finden nähere Details dazu auch im AIP-Teil en route 5.1.
Die vertikalen Limits des LOR 2 Alpha reichen zumeist vom Boden bis 1800 Fuß AMSL. Die vertikalen Limits des LOR 2 Bravo können sich vom Boden bis Flugfläche 200 erstrecken und die vertikalen Limits des LOR 2 Charlie können vom Boden ebenfalls bis Flugfläche 200 reichen. Sie finden allerdings alle aktuellen Limits und Aktivierungszeiten auch in der AIP, dem AUP und den NOTAMs. Hier möchte ich Ihnen nun kurz einen schnellen Überblick über die Minimum Radar Vectoring Altitudes geben. Eine MRVA oder Minimum Radar Vectoring Altitude ist die tiefste Flughöhe, in der ein Fluglotse ein Luftfahrzeug mit einem Radarvektor führen darf. Unterhalb der MRVA ist nicht garantiert, dass ein Radarvektor des Fluglotsen das Luftfahrzeug hindernisfrei hält und der Pilot muss daher Eigennavigation auf einem publizierten Verfahren übernehmen. Unsere MRVA bei GESCI bzw. auch bei MOVOS ist 3000 Fuß AMSL. Aus der Ableitung dessen, was wir gerade über MRVAs gehört haben, kommen wir nun zu den Holdings und den Holding Areas. Auch wenn der dargestellte Flugweg der Warterunden Holdings auf den Anflugkarten relativ klein ist, so ist der Schutzraum in Violett dargestellt, der Hindernisfreiheit garantiert, wesentlich größer. Der Fluglotse kann unterhalb der MRVA den Flugweg allerdings nicht beeinflussen und bei einer Annäherung an freigabepflichtige Lufträume, wie zum Beispiel ein LOR, ausschließlich Hinweise erteilen. Und daraus lässt sich jetzt wiederum ableiten, dass außerhalb der lateralen MRVA-Sektoren der Fluglotse den Flugweg nicht beeinflussen kann. Es darf somit keine Radarstaffelung verwendet werden. Aus diesem Grund müssen die Luftfahrzeuge konventionell gestaffelt werden, was bedeutet, dass die Verfahren in Wiener Neustadt Ost und Füßlau nicht unabhängig voneinander nutzbar sind, wie man hier an der Überlappung der Schutzräume des Holdings ziemlich leicht erkennen kann. Wenn man diese genannten Faktoren nun alle zusammennimmt, sieht man, dass sich dadurch natürlich eine hohe Komplexität der Verfahren ergibt. Aus diesem Grund ist es immens wichtig, wie wir nachfolgend auch im Beispielflug sehen werden, dass die Piloten die veröffentlichten Verfahren genauestens einhalten, um einen sicheren, geordneten, effizienten Flugverkehr nicht zu gefährden. Alle von uns hier gezeigten Karteninhalte sind selbstverständlich auch online zu jeder Zeit verfügbar und auch kostenlos unter https://maps.austrocontrol.at abrufbar. Somit kommen wir nun auch schon zu Teil 2, und zwar zu unseren Beispielflügen. Diese beinhalten einen simulierten Anflug auf Wiener Neustadt Ost, einen RMP Alpha Approach, als auch einen Abflug von Wiener Neustadt Ost über die GESCI One Alpha SID. Auf den nachfolgenden Folien wird ein Beispielflug von Wiener Neustadt Ost nach Graz und wieder zurück skizziert. Dabei wird ausschließlich auf das IFA-Wolkendurchstoßverfahren eingegangen, welches zum Anflug bzw. auch zum Abflug verwendet wird. Die Verfahren in Füßlau sind ähnlich und ein An- oder Abflug dort würde analog zum nachfolgenden Beispielflug stattfinden. Nicht verfahrensrelevante Ereignisse, zum Beispiel das Rollen zum Start im Flugverlauf, werden nachfolgend nicht betrachtet. Beginnen wir zuerst mit der Flugvorbereitung. Zur Nutzung des IFA-Wolkendurchstoßverfahrens ist ein Yankee-Flugplan erforderlich. Dabei ist ganz besonders auf die korrekte Darstellung im Feld 15 als auch im Feld 18 des Flugplans zu achten. Im Feld 15, Flugstrecke, ist der letzte IFA-Wegpunkt GESCI, das Initial Approach Fix für den Anflug in Wiener Neustadt Ost. Im Feld 18, sonstige Angaben, wird die Route bis zum Missed Approach Point, hier findet ja der Wechsel von IFA zu VFA statt, angegeben. In unserem Beispielflug von Graz nach Wiener Neustadt Ost würde somit im Anflug in Richtung des Punktes GESCI die Anflugfreigabe durch den Piloten eingeholt werden. Der Pilot ist ab GESCI jedenfalls verantwortlich, Eigennavigation zu übernehmen. Das Verlassen der Flughöhe von 3000 Fuß AMSL erfolgt erst über dem Final Approach Fix. Check your Minima.
Wenn wir uns jetzt unseren Beispielflug hier ansehen, dann stellen wir fest, dass das Luftfahrzeug aus dieser Position nicht direkt in das Verfahren einfliegen kann. Somit ist es erforderlich, dass der Pilot eine Verfahrenskurve, Procedure Turn genannt, durchführt. Im hier dargestellten Beispiel ist ein paralleles Holding Entry zu fliegen, bevor über dem Initial Approach Fix das Verfahren begonnen werden kann. Die generellen Einflugsektoren der Holdings sind im verpflichtenden Briefing dargestellt. Ich möchte Ihnen nun gerne ein Beispiel für die Phraseologie für den Anflug und die Anflugfreigabe zeigen. Pilot: Oscar Echo Kilo Alpha Bravo, Request RMP Alpha Approach, Wiener Neustadt. Oscar Echo Kilo Alpha Bravo, Descent 3000 Feet, QNH Wien 1017, Cleared RMP Alpha Approach, Wiener Neustadt, Report Established. Descent 3000 Feet, QNH Wien 1017, Cleared RMP Alpha Approach, Wiener Neustadt, Wilco, Oscar Echo Kilo Alpha Bravo. Oscar Echo Kilo Alpha Bravo, Established on the RMP Alpha Approach, Wiener Neustadt. Da der Pilot in unserem Beispielflug die Anflugfreigabe durch Wien Radar erhalten hat, beginnt er über dem Final Approach Fix Alpha November 800 seinen Sinkflug. Kurz nach dem Punkt Alpha November 800 erfolgt der Einflug in die RMZ Wiener Neustadt. Diese ist hier als gepunktete Linie dargestellt. Denken Sie bitte nun daran, dass vor dem Einflug in die RMZ ein Erstanruf auf der RMZ-Frequenz durchzuführen ist. Das Minimum für den Anflug ist 1480 Fuß AMSL. Diese Höhe darf vor dem Überflug des Missed Approach Points ohne eine IFR Cancellation nicht unterschritten werden. Wird nun der Missed Approach Point überflogen, ohne dabei einen Fehlanflug einzuleiten, so findet gemäß der Anmerkung im Feld 18 des Flugplans ein Flugregelwechsel statt. Das heißt, der IFR-Flug endet und der Flug wird nun zu einem VFR-Flug. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit einer IFR-Cancellation gemäß SERA 5015 Charlie, Ziffer 3, gemäß der Phrase Canceling my IFR Flight. Nach dem Überfliegen des Missed Approach Points erfolgt der Einflug in die Platzrunde, entweder für die Piste 09 oder für die Piste 27, wobei die Platzrunde in maximal 1500 Fuß AMSL geflogen werden soll. Dies dient dazu, um ATC anzuzeigen, dass der IFR-Flug beendet worden ist und kein Fehlanflug stattfindet. Wird allerdings ein Fehlanflug eingeleitet, das heißt ein Steigflug gefolgt von einer Rechtskurve nach Geski, so findet kein Flugregelwechsel statt und der Flug bleibt nach wie vor IFR. Es ist uns besonders wichtig und ein großes Anliegen, jetzt aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass nach der Landung jedenfalls der Flugplan geschlossen werden muss. Auch wenn eventuell ein automatischer Flugregelwechsel stattgefunden hat, schließt das nicht den Flugplan. Ein Nichtschließen des Flugplanes nach der Landung hätte die Ausübung des Alarmdienstes und die Aktivierung von Search and Rescue Services zur Folge. Nur der IFR-Teil des Flugplans ist mit Überflug des Missed Approach Points beendet, jedoch muss immer eine Landemeldung durch den Piloten abgegeben werden. Die Telefonnummer des AIS Aero Office in Wien lautet 05 1703 3211. Sehen wir uns nun einen beispielhaften Abflug von Wiener Neustadt Ost nach Graz an. Beginnen wir wieder mit der Flugvorbereitung. Zur Nutzung des IFR-Wolkendurchstoßverfahrens ist hier ein Solo-Flugplan erforderlich. Dabei ist besonders auf die korrekte Darstellung im Feld 15 des Flugplans zu achten. Der Flugregelwechsel wird im Feld 15 des Flugplans bei Geski angegeben. Der tatsächliche Flugregelwechsel findet jedoch beim ersten IFR-Wegpunkt auf der Geski 1 Alpha SID, das ist Alpha November 803, statt. Um beim Abflug ein Wolkendurchstoßverfahren in Anspruch nehmen zu können, bedarf es einer Flugverkehrskontrollfreigabe. Der Abflug erfolgt unter VFR, wobei kurz nach dem Abflug IFR im kontrollierten Luftraum geflogen wird.
Hierfür ist eine Flugverkehrskontrollfreigabe durch Wien Radar erforderlich. Diese kann am Boden auf der Frequenz 133.685 eingeholt werden. Hierfür sind speziell markierte ATC Contact Points auf den Flugplätzen vorhanden, die an diesen Punkten eine Funkabdeckung sichern. Sehen wir uns hier nun ein Beispiel für die Phraseologie für den Abflug, das Einholen einer Abflugfreigabe an. Wien Radar, Oscar Eco Kilo Alpha Bravo, on ground at Wiener Neustadt, request IFR clearance to Graz. Oscar Eco Kilo Alpha Bravo, Wien Radar cleared to Geski, via Geski 1 Alpha, climb 3000 feet, QNH Wien 1017, squawk 4572, clearance expires at 1325. Cleared to Geski, via Geski 1 Alpha, climb 3000 feet, QNH Wien 1017, squawk 4572, clearance expires at 1325, Oscar Echo Kilo Alpha Bravo. Der Abflug erfolgt unter VFR über die veröffentlichten VFR-Strecken. Der IFR-Teil des Fluges beginnt automatisch mit dem Überflug des Punktes Alpha November 803 in oder oberhalb von 1400 Fuß AMSL, sofern das Luftfahrzeug auf dem Verfahren ist. Zu beachten ist die Clearance Expiry Time, welche in unserem Beispiel mit 1325 UTC durch ATC festgelegt worden ist. Unser Beispielflug hat nun den Punkt Alpha November E03 passiert und wird nun nach IFR durchgeführt. Und er befindet sich kurz vor dem Ausflug aus der RMZ Wiener Neustadt Ost. Der Pilot wird also als nächstes Kontakt mit ATC aufnehmen, um eine weitere Flugfreigabe zu erhalten. Denn zum jetzigen Zeitpunkt darf der Flug gemäß der gültigen Freigabe, der gültigen IFR-Freigabe oder auch des Clearance-Limits nur auf 3000 Fuß AMSL steigen und nur bis in das Geski Holding fliegen. Hier sehen wir nun also ein Beispiel der Phraseologie für einen Erstanruf bei Wien Radar auf der SID. Wien Radar, Oscar Eco Kilo Alpha Bravo, 2100 feet, climbing 3000 feet via Geski 1 Alpha. Oscar Eco Kilo Alpha Bravo, Wien Radar identified, clear to Graz, flight plan route, climb 8000 feet. Clear to Graz via flight plan route, climb 8000 feet, Oscar Eco Kilo Alpha Bravo. Die Freigabe nach Graz wurde durch Air Traffic Control erteilt und ein weiterer Steigflug wurde auf 8000 Fuß freigegeben. Das Luftfahrzeug wird über Geski die SID verlassen, ein Holding ist somit nicht mehr erforderlich und gemäß des aufgegebenen Flugplans in Richtung Gleichenberg fliegen. Der Flug wird nun wie jeder andere IFR-Flug fortgeführt. Somit kommen wir schon zum dritten und letzten Teil unserer Präsentation. In diesem Teil werden nun häufige Fehler und Probleme mit dem Verfahren dargestellt und es wird auch gezeigt, wie diese vermieden werden können. Ebenso möchten wir gerne alternative Möglichkeiten aufzeigen, falls der Flug nicht so wie im Beispielflug dargestellt abläuft oder ablaufen kann. Wir wollen uns nun zuerst mit häufigen Problemen oder Fehlern im Abflug bei der Nutzung einer SID beschäftigen und kommen im ersten Punkt zum Punkt Level Bust. Wir haben in unserem Beispielflug durch Wien Radar eine Freigabe auf 3000 Fuß erhalten. Das heißt im Umkehrschluss, es ist kein Steigflug über 3000 Fuß AMSL zulässig. Die Freigabe enthält eine erste Höhe von 3000 Fuß AMSL in unserem Beispielflug, welche nur mittels einer weiteren Freigabe durch Air Traffic Control durchstiegen werden darf. Grundlegend gilt natürlich, dass IFR-Flüge im Luftraum ECHO immer freigabepflichtig sind. Warum aber ist es für ATC so wichtig, dass freigegebene Höhen auch eingehalten werden? Nun, ATC stellt Staffelung zwischen Luftfahrzeugen her. In diesem Fall, wenn wir hier unser Beispiel betrachten wollen, befinden wir uns im Luftraum, der Wien Approach zugeordnet ist, in der Luftraumklasse ECHO. Und wenn wir hier Staffelung zwischen zwei IFR-Flügen herstellen, dann ist unser vorgeschriebenes Minimum 3 nautische Meilen horizontal bei gleicher Höhe zwischen den Luftfahrzeugen
oder 1000 Fuß vertikal. Wenn wir nun unser Beispiel betrachten und die OsGecko Kilo Alpha Bravo auf der Gesgibon Alpha SID auf 3000 Fuß IMSL freigegeben ist, dann könnte es sein, dass möglicherweise auch in unserem Beispiel ein zweiter Flug im gleichen Bereich unterwegs ist, hier zu sehen als Austrian 123. Die Austrian 123 ist ein IFA-Anflug nach Wien und hat bereits eine Freigabe auf 4000 Fuß IMSL erhalten. Das heißt, grundlegend würde hier mit den Freigaben, so sie korrekt ausgeführt werden, eine Staffelung von 1000 Fuß vertikal zwischen den zwei Luftfahrzeugen bestehen. Die Austrian 123 befindet sich auf einem Radarvektor im Sinkflug und wird für einen ILS Runway 34 Approach nach Wien geführt. Unser Beispielflug, die OsGecko Kilo Alpha Bravo, missachtet die Freigabe auf 3000 Fuß IMSL und durchsteigt diese 3000 Fuß. Daraus folgt, dass die beiden Luftfahrzeuge zueinander nicht mehr gestaffelt sind. In diesem Beispiel sieht man, dass hier weder horizontale noch vertikale Staffelung stattfindet. Was kann sich daraus nun ergeben? Daraus kann sich unter anderem auch eine Problematik für Wake Turbulence ergeben, die durch eine eingehaltene Mindeststaffelung sonst nicht bestehen würde. Ein weiteres Problem oder ein weiterer Fehler bei der Nutzung einer SID kann auch das Clearance Limit betreffen. In diesem Beispiel ist unsere Freigabegrenze lateral. Vertikal waren es die 3000 Fuß. Lateral ist unser Clearance Limit GESGI. Wenn also keine andere Freigabe erhalten wurde, muss das Luftfahrzeug in das Warteverfahren einfliegen. ATC wird dann abhängig vom Verkehr so schnell wie möglich eine weitere Freigabe erteilen, jedoch kann der Pilot hiervon nicht ausgehen. Daher ist auch ein Pilot bei den Abflügen verpflichtet, sich mit den Holding-Verfahren vertraut zu machen. Ein weiteres Problem oder ein weiterer Fehler, der auftreten kann bei der Nutzung der SID, bezieht sich auf eine Nichtbeachtung der Clearance Expiry Time. In unserem Beispielflug von Wiener Neustadt Ost nach Graz haben wir eine Clearance Expiry Time mit der Uhrzeit 1325 erhalten. Das heißt, der Abflug vom Flugplatz muss so erfolgen, dass der Überflug des ersten Punktes auf der SID vor der Clearance Expiry Time erfolgt. Das bedeutet in unserem Beispiel, der Überflug des Punktes Alpha November E03 muss um 1325 UTC oder früher erfolgen. Bemerkt der Pilot, dass ihm die Einhaltung dieser Clearance Expiry Time nicht möglich ist, so muss ATC unverzüglich informiert werden und der Flug ist unter VFR in VMC weiterzuführen. Kommen wir nun zu Problemen oder Fehlern bei der Nutzung des RMP-Alpha-Anfluges. Zum Beispiel die Abweichung vom Verfahren unter IFR. Wird der Flug für den Anflug freigegeben, so ist gemäß des Flugplans bis zum Initial Approach Fix zu fliegen und von dort ist das Verfahren dann abzufliegen. Hier dargestellt durch die grüne Linie. Ein direkter Flug zum Final Approach Fix ist grundsätzlich nicht zulässig. Ein weiterer Fehler bei der Nutzung des RMP-Alpha-Anfluges, der auftreten kann, ist keine Hörbereitschaft auf der ATC-Frequenz. Auch nach dem Einflug in die RMZ ist auf der ATC-Frequenz Hörbereitschaft zu halten, solange sich der IFR-Flug im kontrollierten Luftraum befindet. Spricht ATC bereits eine Genehmigung zum Verlassen der Frequenz aus, während sich das Luftfahrzeug unter IFR noch im kontrollierten Luftraum befindet, so hat der Pilot dennoch für den gesamten IFR-Flug im kontrollierten Luftraum hörbereit auf der ATC-Frequenz zu bleiben. Das tatsächliche Verlassen der Frequenz darf erst mit dem Einflug in den unkontrollierten Luftraum erfolgen. Daher ist es bei diesen Anflügen verpflichtend, zwei betriebsbereite Radiosets an Bord zu haben. Im kontrollierten Luftraum muss ein IFR-Flug auf einer ATC-Frequenz hörbereit sein.
Das heißt, die Frequenz von Wien Radar wird mitgehört, gemonitort. Vor dem Einflug in die RMZ muss spätestens auf der RMZ-Frequenz eine Erstmeldung erfolgen. Daher ist auf dem zweiten Set die Frequenz der RMZ von Wiener Neustadt Ost gerastet, um dort Standortmeldungen absetzen zu können. Kommen wir nun zu unserer letzten Problemstellung. Ein Anflug ohne eine entsprechende Anmerkung, den Remark im Feld 18 des Flugplans. War es nicht möglich, einen entsprechenden Remark im Feld 18 des Flugplans aufzunehmen, so ist das Verfahren des Flugregelwechsels gemäß Flugplan nicht möglich. Wird hier nun keine Aktion gesetzt, dann ist der IFA-Flug auf der Frequenz am oder vor dem Missed Approach Point verbal zu beenden mit der Phrase Canceling my IFA flight according SERA 5015 Charlie Ziffer 3. Oder der Flugplan wird über Funk abgeändert und es wird um eine entsprechend angepasste Route gemäß Feld 18 angesucht, um das Verfahren Flugregelwechsel gemäß Flugplan trotzdem anzuwenden. Langsam aber sicher kommen wir nun zum Schluss unserer Präsentation. Wir möchten abschließend gerne noch einmal darauf hinweisen, dass es aufgrund der Komplexität des Luftraums und der Vielzahl an Flugbewegungen natürlich zu Verspätungen bei An- und Abflügen kommen kann. Es sind ja nicht nur An- und Abflüge von und nach Vöslau und Wiener Neustadt Ost voneinander abhängig, sondern auch militärische Aktivitäten, zum Beispiel im LOR Felixdorf oder auch in Wiener Neustadt West, können genauso wie Fallschirmsprungaktivitäten zu Verzögerungen bei Freigaben führen. Unsere Fluglotsen sind immer bemüht, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten, allerdings können diese nicht ausgeschlossen werden. Sie können uns jederzeit auch gerne Ihre Fragen zu diesem Wolkendurchstoßverfahren zukommen lassen an die E-Mail-Adresse ifa.ga@austrocontrol.at oder Sie fragen uns persönlich beim Season Opener 2022 und wir sind natürlich bemüht, alle Fragen zeitnah zu beantworten. Des Weiteren möchten wir nochmals ersuchen, die Beachtung des Mandatory Pilot Briefings. Das ist online und kostenlos, jederzeit abrufbar auf unserer Austrocontrol Homepage unter dem Punkt Pre-Flight Preparation. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Es war was Interessantes dabei. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören oder sehen uns demnächst, vielleicht später noch beim Season Opener und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!